Ruhrstadion Bochum. Der Verkauf von Thorsten Legert sorgt weiterhin für heftige Reaktionen. Die Fans restlos verärgert. Sie boykottieren sogar ihre Stammplätze, weil sie sich vom Vorstand hintergangen fühlen. Noch vor einem Monat hieß es, Legert bleibe in Bochum. Dabei war sein Verkauf schon vergangenes Jahr beschlossene Sache. Der Legert wird niemals verkauft, der wird nicht verkauft. Der steht nicht drauf. Das war im Januar irgendwann dieses Jahres. Da war der Legert war schon verkauft. Er hat versprochen, dass er nicht geht. Und jetzt hat er einfach unterschrank. Und das ist der Mann, um deretwegen eine ganze Stadt in Aufruhr geraten ist. Thorsten Legert, 22 Jahre alt. Er musste zum Verkauf schweigen. Folge Psychoterror. Jetzt rufen sie ihn nicht mehr Legert, sondern Lügert. Der Präsident hat Mühe, Haltung zu bewahren. Ottokar Wüst wird beschimpft und bedroht. Er würde Legert verschenken. Für nur 2,6 Millionen Mark. Wir und das haben für einen Mann, beide Vereine stillschweigen vereinbart. Ich gehe aber davon aus, dass dieser Transfer endgültig ist. Und ich kann die Bremer nur gratulieren, weil sie einen erstklassigen Spieler bekommen. Als er dann das Stadion verließ, war Legert fix und fertig. Kommt davon! Er ist ein Spektakel! Er war psychisch so fertig, dass er hinterher jedes Interview verweigerte. Nein, 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 nein.